Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, wie wir die hier rauskriegen. Wow. Böses Vieh. Ey, du böser Hund. Aua, 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 aua. Was abgetan? Kann nicht mehr. Halt durch, mein Freund. Nein, wenn der stirbt, dann. Ah, verdammt. Verdammt, 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 liebe Leute. Oh, dann sterbe ich auch. Und. Die Idee war ja nicht schlecht, aber. Die sind echt gut. Wir müssen weiter. Ja, ich weiß. Vielleicht einen Sprengpfeil benutzen oder so. Also wir überspringen das gleich wieder. Ja, komm. So. Gleich weiter. Joseph, bei dir alles gut? Ja, mir geht's gut. Du solltest lieber runterkommen. Ja, ich komm. Ich komme. Ich komm schon. Scheiße, Beeilung! Bleib bloß vom Sprenggranate weg! Da kommen sie! Gut. Ja, hat nicht viel gebracht, glaube ich. Boah, böse! Oh, das gibt's ja nicht, ich treff die nicht. Wie viele von den Dingern sind das? Ich glaube zu viele. Okay. Alter Schwede. Ah! Oh, böse! Klipper mal kurz aufheben. Hast du Verbandszeug? Ich hab gleich das Problem, dass ich keine Munition mehr hab. Was haben die? Boah. Fuck. Können wir sie retten? Ja, ich weiß nicht, wie ich dich retten kann. Hallo? Da entlang. Nein, kann ich. Sie sind über uns. Okay. Ganz wieder Ruhe, ja. Schon mal ganz wichtig. Deckung, sie schießen. Was tun die? Alter Schwede. Gottes Willen. Ich kann dich ja heilen, aber mich kann ich. Doch, mit Spritzen, ich hab ja Spritzen. Boah. Da, brenn! Oh, scheiße. Komm schon! Mann, brenn, ey! Der Typ da oben, der ist echt scheiße. Lauf! Schön, jawohl. Braves Ding. Achtung, die haben Dynamit. Ja, ich ahne es, dass die Dynamit haben, aber wir müssen ja.
Ah, shit! Verdammt nochmal, ey. Verdammt nochmal. Da habe ich natürlich trauen und es ist in die Luft gegangen. Weil das alles hier irgendwie ein bisschen auf Zeit und Hektik ist, ey, oder so. So. Mal schnell nachladen. Komm schon! Ja. Wir versuchen das natürlich. Ich jag mal schnell eine Spritze rein. Auf jeden Fall. Sebastian, Sie sind über uns. Jo. Deckung, Sie schießen. Ah. Versuch es ja. Ah! Übel, übel, ey, Leute. Übel, übel. So. Zeit, dich hier in die Jagdgründe zu jagen. Wir haben Dynamit. Nochmal welche? Ey, ich habe nur noch 4 Schuss? Okay. Wow. War das alles? Boah. Ist noch was in der Nähe? Ich will gar nicht wissen, was da in der Nähe ist, ehrlich gesagt. Es kommen noch mehr. Den Helden zurück. Will ich doch gar nicht. Will eigentlich nur überleben. Wow, 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 wow. Scheiße! Verdammt! Verreck gleich! Nein! Nein! Ah, shit, go, ey, Mann! Ah, leck doch, ey. Ich will ja gar nicht den Helden spielen, aber die sind so übel. Krass, und ich weiß nicht, was ich machen soll. Komm schon! Schnell nachladen. Aber jetzt eigentlich in der schrottfüllenden Munition? Ja. Sebastian, Sie sind über uns. Jo, alles klar. Deckung, Sie schießen. Nein! Ich verplan das immer mit dem Dynamit, ey. Aber wie gesagt, wird nichts geschnitten, auch wenn es mal scheiße aussieht. Bei mir wird nichts geschnitten. Dazu stehe ich. Wenn was schief geht, dann geht halt was schief. Ist halt mal so. Aber wir können uns trotzdem noch schnell eine Spritze reinpfeifen. Auf jeden Fall. So. Dann unsere Waffe rausholen. Dann die dritte Waffe. Sebastian, Sie sind über uns. Zweite. Hallo? Jetzt. Wir retten dich schon noch, keine Angst. Haltet noch durch. Warte mal, den können wir mal. Ah, weg, 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 weg.
Das Dynamit ist schon ein bisschen mies hier. Stück Scheiße, du Stück. Schöner Schuss. Ah, schon wieder Dynamit. Sauhund. So, was kommt jetzt? Die haben Dynamit. Burn, baby, burn. War das alles? Nein, das war nicht alles. Was in der Nähe. Es kommen noch mehr. Genau, dafür will ich meine Schaufel benutzen. Nein! Ah! Yeah! Burn, baby, burn! So kürzt sich das. Yeah! Achtung, wir haben Dynamit! Vorsicht, dass du nicht reinläufst. Kidman braucht Hilfe. Ja, ich weiß, ich will nur schnell. Das war knapp. So, wir kriegen mal das Ding jetzt auf. Mal ansehen. Okay. Ich schick das nicht auf. Es muss noch ein Bedienfeld geben. Die Zeit läuft ab. Wohin gehen die Kabel? Ich gehe. Was soll ich tun? Alter Schwede, das geht jetzt auf Zeit, Leute. Jetzt müssen wir uns beeilen. Okay, hier entlang. Wir müssen weiter. Richtig böse jetzt. Oh shit! Oh shit. Es muss noch ein Bedienfeld geben. Ja, die Frage ist nur wo? Kidman ist in Gefahr. Ja, ich weiß. Die Kabel laufen da entlang, oder? Sieht so aus zumindest. Und dahinter, aber da kommt man nicht durch. Doch. Dahin. Da können wir durch. Es muss noch ein Bedienfeld geben. Okay, dann da entlang. Ich bin schon dabei. Ganz mit der Ruhe. Ich würde sie ja auch retten. Schau aufs Bedienfeld. Ich hab's gefunden. Dieselben Drehscheiben, oder? Ja, eine obere, eine untere. Stell die obere auf 22 und die untere auf 5. Auf 20, 21, 22 oben und 5 unten. Alles klar, bin schon dabei. Okay. 22 oben und 5 unten. Bist du okay? Ach du heilige Scheiße. Okay, wir haben sie zwar gerettet, aber irgendwie
Auch wiederum nicht. Weil sie verschwunden sind. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch leben, aber wir wollen hier uns nochmal umgucken. Ob wir vielleicht hier noch was finden. Das ist richtig, richtig spannend, ey. Haltet durch, ich komme! Ich bin jetzt auch leider schon zu oft gestorben, ey. Wir gucken uns nochmal kurz hier drin um. Ob wir hier noch was Nützliches finden oder so. Ja, vielleicht mal was. Oh, hier. Schleim. Slimer Schleim mitnehmen. Ui. Ui. Hier finden wir ja einiges. Was richtig gut für uns ist. So. Wie gesagt, die Räume, die will ich mir jetzt auch nochmal durchgucken in Ruhe, weil vorhin war zu viel Action hier. Deswegen konnte ich das nicht in Ruhe machen. Deswegen, wie gesagt, wir gucken alles mal an. Hier haben wir auch noch was zum Kaputtmachen. Oh, ist auch voll. Noch Erste Hilfe gewesen. Hier. Ne, hier sind wir ja entlang gelaufen, gell. So. Granaten nehmen wir doch gerne mit. Wie gesagt, alles was wir kriegen, nehmen wir auf jeden Fall mit, weil wir können das auf jeden Fall gebrauchen. Egal wie. Hier waren dann die anderen Zombies. Schaut mal an. Jo, Streichhölzer auch nicht schlecht. Das hat uns vorhin echt den Arsch gerettet, wo wir alle unten auf dem Boden gehabt haben, wir Streichholz gezündet haben und vroom, burn, baby, burn. Das war auch sehr gut. So, also wir hätten hier alles. Dann schauen wir nochmal hinter. Okay, die Zombies sind weg. Komm jetzt. Wir können die Tür aufmachen, okay. Aber es ist auch schon unwahrscheinlich, dass wir, wie soll man sagen, dass wir mit normaler Faust nur diese Kette kaputt machen. Weil wer weiß, vielleicht ist da ja was. Man kann das ja nie wissen. Oh, Hilfe, wir sind gefangen. Oh. Ich frage mich langsam, was das wirklich hier für ein Raum ist. So. Zum Beispiel da unten finden wir was. Also hier. Munition, aber die haben wir leider schon. Okay. Ich schaue schon die ganze Zeit, ob ich irgendwelche Statuen finde, mit denen wir also Punkte kriegen könnten. Aber irgendwie sehe ich ja nirgends sowas. Oder hier. Weil, wie gesagt, ich habe vorhin nicht nachgeguckt, weil alles so schnell, schnell gehen musste. Ah! Bingo! Ups. Ja! Bingo, wir haben einen Schuss. Sist, hätten wir nicht nachgeguckt, wären wir gleich weitergelaufen. Hätten wir keinen Schlüssel gefunden und so, hätten wir keinen Bonus bekommen. Okay, die Tür geht nicht auf. Also einen Schlüssel haben wir schon mal wieder gefunden, das ist schon mal sehr gut. Wie gesagt, die Schlüssel, die helfen uns ja weiter. Damit können wir Sachen freischalten. Und wer weiß, für was es gut ist. Also, wir werden sie definitiv gebrauchen können. So. Jetzt haben wir ja alles abgegrast und jetzt könnten wir... Wow, das war doch mal wieder eine super, super Folge.
Und jetzt haben wir unsere Kollegin endlich mal wieder getroffen und irgendwie ist sie in so einem Glaskasten drin. Wir haben lauter Zombies um uns rum, volles große Gemetzel und wir müssen Angst haben, dass unsere Kollegin irgendwie ertrinkt oder so. Echt heftig die Folge, aber richtig geil gemacht. Und wenn ihr das Spiel selber mal spielen wollt, ja, und euch das kaufen wollt, dann schaut doch bei gameladen.com vorbei. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Und ich kann euch raten, kauft dort. Ihr habt einen super Support. Ihr bekommt die Spiele wirklich ein bisschen billiger als im Laden. Und wie gesagt, alles läuft reibungslos. Man kann mit PayPal bezahlen, man kann mit Bargeldlos bezahlen, man kann mit PaySafe zahlen, Sofortüberweisung bezahlen und. Ich könnte jetzt noch so viel aufzählen, aber dafür reicht die Zeit einfach nicht. Also dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge und bis dann, euer Blair Sklappe mal, Baby und ciao.